Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir sind hier wieder bei der Simpsons-Welt und heute machen wir uns daran, bei unserer Western-Welt die Kirche zu bauen. Das gute Stück steht ja schon vor uns, aber nicht wundern, wir werden das später etwas anders bauen, von Blockmaterial anders. Denn das ist hier wie immer nur der Vorbau, der wird ja später nochmal abgerissen. Und dir fällt gleich auf der Rückseite haben wir wieder eine gerade Fläche. Die kannst du dir natürlich, wenn du möchtest, gerne am Ende noch mit Fenstern versehen oder mit anderen Sachen. Denn vom Original wird uns hier nichts vorgegeben und daher können wir da wieder unsere Fantasie freien Lauf lassen. Aber bevor wir hier uns an die Kirche machen und überhaupt etwas beichten können, müssen wir natürlich auch erstmal etwas Sündiges tun. Und da gibt es auch nichts Besseres, als einmal in den Saloon reinzugehen, um zu sündigen. Der ist jetzt fertig eingerichtet, da gehen wir jetzt auch rein. Wir gucken uns auch gleich von außen noch an, was ich da so ein bisschen gemacht habe. Aber erstmal geht's hier rein in den Saloon. Aha. Ja, wir sind hier schon eine gewisse Nummer hier im Wilden Westen. Und da sind alle wohl geflüchtet, als wir hier in die Stadt einmarschiert sind. Ja, aber das ist so ein bisschen der Saloon, den habe ich mir hier so ein bisschen eingerichtet. Ich habe hier wieder auf Stufen nicht verzichtet als Boden. Da konnte man natürlich dann hier auch wieder neue Arten vom Einrichten ein bisschen machen. Ich habe hier so ein paar... finde ich fetzige Stühle und Tische mir hier ein bisschen so hingezaubert, wie man sie so ein bisschen kennt aus Wildwestfilmen in Saloon, ne? Die ganzen Poker-Tische, die hier so ein bisschen stehen. Dann gibt es hier eine tolle Bar natürlich hier mit so einem Spiegel. Na gut, in Minecraft gibt es nicht so richtig einen Spiegel, aber da können wir mal ein bisschen so Eis nehmen, um das Ganze so ein bisschen darzustellen. Habe ich mir gedacht, hier noch so ein paar kleine Ablagen, wo Getränke, Gläser und alles Mögliche hier platziert werden können. Hier noch ein paar Zapfhähne. Ich weiß nicht, ob im Saloon früher im Wilden Westen auch Zapfhähne gab, aber ich denke mir, so können wir ruhig mal machen. Und ja, hier so ein bisschen die untere Etage. Ich habe auch drauf geachtet, denn wir können ja auch hier eine zweite Etage machen. Habe ich natürlich auch gemacht und kommt dann hier auch gleich so mir die ganzen Lichtquellen hier so ein bisschen versteckt am Rand, damit der Laden hier auch schön hell ist. Und dann wollen wir natürlich auch einmal einen kurzen Trip nach oben machen. Dann nehmen wir hier einmal die Treppe mit einem schönen Geländer. Dann kommt man hier nach oben und ich habe mir erst gedacht, wie mache ich mir das hier oben? Ich wollte es zwar so haben, dass man runtergucken kann, aber ich habe mir noch gedacht, ich wollte hier noch Zimmer und alles so machen wie so ein kleines Hotel oben. Aber da ging mir hier so ein bisschen der Platz aus und ich wollte hier nicht alles reinquetschen. Habe ich mir gedacht, mal hier so einen kleinen Rundgang. Na gut, ein paar Kisten und so kann man sich überall ein bisschen verstecken. Kann man vielleicht für einen PvP-Kampf oder so nutzen, so eine Hütte, ne? Kannst du hier überall hier so ein paar Waffen verstecken. Aber ansonsten wollte ich eigentlich hier noch ein paar Tische und Stühle mir hier platzieren. Aber das wurde ein bisschen eng und daher habe ich hier nur oben eingemacht. Hier können natürlich vielleicht voll die Ganoven sitzen, hier oben noch schön Poker spielen. Kommt kaum einer hin, denn er müsste ja erst hier die Treppe hoch und hier einmal ringsrum, um zu denen hinzukommen. Von daher sind sie hier gut gesichert. Und könne jeden überprüfen, der hier zu ihnen möchte. Außerdem hat man eine schöne Aussicht nach unten. Ja, ansonsten schauen wir uns den Saloon noch einmal von außen an, was ich hier noch so ein bisschen mir platziert habe. Auf der Vorderseite habe ich mir gedacht, mache ich nach vorne so einen kleinen Pfosten hin, wo man sein Pferd hier anbinden kann. Nö, ich sag mal, man wird ja nicht zu Fuß immer zum Saloon unterwegs sein. Vielleicht, wenn man aus dem Saloon rauskommt, kann man nicht mehr das Pferd benutzen. Aber naja, der Knast ist ja auch nicht weit. Ein paar Kisten kann man sich natürlich auch immer an den Seiten platzieren, sollte man nicht immer übertreiben. Und jetzt kommen wir natürlich auf die Rückseite, worauf man natürlich ein bisschen gelauert hat. Wie hat man sich das Ganze gemacht? Da bin ich natürlich auch gespannt, wie du das hinten gemacht hast. Kannst ja mal reinschreiben, ob wir vielleicht so ein bisschen gleich liegen. Ja, ich habe mir einfach überlegt, ich mache hier hinten auch so einen kleinen Anbau ran, dass man hinten natürlich auch reinkommt. Wir haben auf der anderen Seite gemacht, dass man jetzt hier von der Vorderseite reinkommt. Und da dachte ich mir, ich mache jetzt hier nicht so irgendwie den Weg, wie man hochkommt, sondern hier komplett auf der anderen Seite unseres Saloons, dass man dann hier ein bisschen hochkommt. Da kriegt natürlich diese gerade Fläche natürlich hier gut verkleidet dadurch. Man kann darunter natürlich auch alles Mögliche verstauen. Ich habe mir jetzt ein paar Baumstämme genommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht werden die Baumstämme auch ein bisschen verarbeitet, ne? Hier mit einer Axt schlägst du ja alles hier in kleine Holzblöcke oder vielleicht, ja, in kleine Stufen und zurecht oder sonstige Sachen und kannst sie hier verarbeiten. Vielleicht sind hier noch andere Holzarten, die man sich hier ein bisschen lagert, hier auf so einem kleinen Schiebewagen. Vielleicht wird sich ja auch alles verarbeitet, nochmal so eine Werkbank sich hier einfach mal hingezaubert. Naja, so ein bisschen verkleidet. Ne, Fenster und eine Tür, die kann man sich hier immer schön hinzaubern. Das Schöne ist auch hier bei meinem Saloon, man kommt nur rein und nicht raus. So, jetzt haben wir natürlich gesündigt und wollen natürlich unsere Kirche hinbauen. Da würde ich sagen, legen wir einfach mal los, gehen erstmal wie immer an die Kiste ran und holen unser ganzes Blockmaterial raus. Für unsere Kirche brauchen wir nicht gerade viel Material, die kriegen wir eigentlich schnell hingezaubert. Und da fangen wir einfach mal an, dass wir uns weißen Beton rausholen, denn Quarzstufen, Quarztreppen, Fichtenholzblöcke davon, die Treppe und Stufe und die Tür davon. Denn holen wir uns für unsere Fenster, ich nehme jetzt einfach mal blaues Glas. Du kannst auch gerne andere Farben nehmen, immer so, wie du es gerne haben möchtest. Und dann holen wir uns nochmal Eisengitter raus. Haben wir alles zusammen, können wir gleich mal anfangen. Ich möchte mir die Kirche gerne in einem gewissen optischen Maß nehmen, unseren Saloon platzieren. Von da richte ich mich von unserem Saloon aus. Muss ich mal kurz hier so
gucken. Aha. So, sag mal, ich fliege jetzt hier vorne an den Saloon ran und da haben wir, sag ich mal, hier so drei Stufen vorne. Von diesen drei Stufen gehe ich jetzt einfach mal zur Seite weg. Ich zähle mal jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ab dem 11. markiere ich mal einfach mal. Du kannst das gerne auch woanders hinsetzen, die Kirche. Ich möchte es halt nur so optisch haben, wie beim Original, das so ein bisschen gegeben ist. Und daher sage ich mal 10 Blöcke Abstand. Kannst auch gerne mehr machen. Halt, wie weit hier dieser Durchgang sein soll. Der Durchgang wird am Ende, würde man sagen, so 4 Blöcke Platz haben, kannst natürlich dann auch da jetzt ein bisschen weitergehen, ne? Ja, ansonsten ziehen wir uns erstmal den Grundriss unserer Küche. Das heißt, ich habe mir jetzt hier einen schon gesetzt. Den ziehen wir jetzt einmal, egal, jetzt irgendwie gerade mal zur Seite weg. Also ein Block, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke erstmal gerade lang gezogen. Dann geht's einmal zu den Seiten nach hinten weg. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 13 Blöcke. Wir machen jetzt hier ein schönes Viereck, wo auf jeder Seite 13 Blöcke an sich die Fläche lang ist. Nachdem wir dann unser Viereck uns gezogen haben, können wir das Ganze auch schon etwas in die Höhe setzen. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir hier eine 7er Höhe. Das Ganze können wir jetzt hier komplett einmal hochziehen. Weiter geht's denn auf der Vorderseite unserer Kirche. Ich würde mal sagen, die Vorderseite befindet sich auch da, wo unser Saloon die Vorderseite hat. Und dann fliegen wir da einfach mal an die Seite hin und platzieren erstmal 3 Blöcke vorne hin. Das Ganze setzen wir noch 1, 2, 3 mal weiter hoch. Insgesamt haben wir dann hier 4 Blöcke uns hingesetzt. So, die können wir jetzt einmal bis zur anderen Seite ziehen. Haben wir das denn erstmal soweit? Geht es weiter dann auf der Vorderseite, auf der linken Seite. Hier platzieren wir jetzt, würde ich mal sagen, eine weitere Schicht hin. Und zwar platzieren wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke einfach mal dahin. Gleich daneben machen wir dann, würde ich einfach mal sagen, auch nochmal 5 Blöcke hin, nur dass wir hier noch einen mehr draufsetzen, also 6 Blöcke. Dann lassen wir einfach mal zur Seite, würde ich mal sagen, 3 Blöcke Platz und setzen hier auch nochmal so eine 6er Reihe hin und dann nochmal daneben gleich eine 5er Reihe. Das Ganze kann man jetzt noch nach vorne ziehen. Ganz unten machen wir auch nochmal eine Schicht hin, einfach hier machen wir die Fläche einfach mal zu. So. Und ganz oben verbinden wir einmal diese beiden Streben und zwar machen wir einfach darüber hier einfach so eine weitere Blockschicht hin, die etwas drüber steht. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, geht es jetzt auf die Rückseite unseres Hauses. Wir fangen am besten hier gleich vorne an, da wo wir das Ganze hochgezogen haben, lassen an der Seite einfach 2 Blöcke Platz und setzen hier erstmal 2 weitere Blöcke. Dann wieder 2 Blöcke Platz lassen, 2 Blöcke hinsetzen, 2 Blöcke Platz lassen, blub, legen wir einmal hier zur Seite ab. Lassen hier dann auch wieder 2 Blöcke Platz, wieder einen hinsetzen und das Ganze machen wir einfach mal bis hier hinten hin. Biegen hier wieder zur Seite ab, lassen an der Seite einfach 2 Blöcke so wie sie sind und dann hier wieder 2 hinsetzen, 2 freilassen, 2 hinsetzen. Und dann sollten wir hier perfekt auch 2 frei haben. Jetzt platzieren wir uns hier so ein kleines Vordach, könnte man sagen, dass wir einfach mal hier von der Seite mal einfach darauf achten, dass wir 2 Blöcke Platz lassen. Setzen uns dann hier einfach mal so eine Dreier-Säule hin, gehen dann 3 Blöcke nach vorne und setzen hier auch wieder so eine Dreier-Säule hin. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite hier. 2 Blöcke an der Seite hier Platz lassen, 3 Blöcke hier an sich einmal hinsetzen, gehen 3 Blöcke nach vorne und dann hier auch wieder einmal so eine kleine Säule hinziehen. Jetzt lassen wir darüber, würde ich mal sagen, eine Blockschicht Platz und setzen hier einfach so eine Strebe nach vorne weg. Einfach genau über unsere kleinen Säulen setzen wir das Ganze hin, dann hier zur anderen Seite ziehen wir das einmal hin. Aufpassen, genau darüber, hiu, und dann hier auch wieder mit der Hauswand einmal verbinden. Jetzt gehen wir wieder auf die Vorderseite unserer Kirche. Wir fliegen jetzt einfach mal vorne auf der linken Seite hin, lassen hier einfach mal eine Reihe Platz, setzen dann hier, würde ich mal sagen, eine Zweierbreite hin, das Ganze auf eine Dreierhöhe, lassen dann zur Seite 3 Blöcke Platz und setzen hier auf da so ein Dreier hin. So, wunderbar. Lassen darüber eine Schicht Platz und ziehen dann hier einfach eine Strebe drüber. Wenn wir das Ganze dann erstmal soweit haben, geht es weiter mit unseren Quarzstufen und Quarztreppen. Wir fangen hier auf der Vorderseite an, das blieb uns ja frisch im Gedächtnis. Also wir setzen jetzt hier einfach mal zwischen den Lücken einfach hier Quarztreppen hin, ganz normale. Und dann an den Seiten hier, aber nur auf der innenliegenden Seite, machen wir umgedrehte Treppen hin. Darüber machen wir dann hier nochmal eine Stufenschicht hin. Wenn wir das haben, gehen wir jetzt etwas weiter höher.
Hier oben machen wir jetzt ein kleines Dach auf. Das heißt, wir platzieren jetzt einfach mal hier an den Seiten eine Stufenschicht hin. Das Ganze ziehen wir hier bis zur Rückseite. Zack, aber nicht weiter, als jetzt hier unser Dach ist. Und können darauf dann eine weitere Schicht platzieren. Dann setzen wir noch hier ganz oben noch ein weiteres Dach auf. Wir nehmen erstmal die Stufenzahl und platzieren hier auf der innenliegenden Seite so eine kleine Verbindung. Denn ich sage mal, das sieht ja hier ein bisschen wackelig aus. Das müssen wir hier ein bisschen dicker machen. So, und wenn wir das haben, nehmen wir jetzt einmal unsere Treppenzahl. Können ja in der Mitte immer eine Treppe hinsetzen und an den Seiten, ja, lassen wir das Ganze so ein bisschen anecken. Andere Seite synchron mitmachen, hier gleich hier in der Mitte Treppen hin, an den Seiten hier so anecken lassen. Super. So, ganz oben platzieren wir einfach mal, würde ich mal sagen, die Treppen hier so im, ja, so ein Viereckformat. Und dann hier an den Seiten machen wir dann einfach Stufen hin und in der Mitte, ach komm, machen wir einfach einen weißen Beton hin und können auf den weißen Beton dann einmal, würde ich mal sagen, 5-mal Eisengitter platzieren. Zack, das sind jetzt hier 3 oder 4 und der 5. Super. So, wenn wir das haben, geht es weiter auf der Rückseite, dass wir hier so ein bisschen hier die Fläche jetzt ausfüllen. Wir nehmen zuerst unsere Stufen, die können wir jetzt immer einmal dazwischen platzieren und auf unseren zwei weißen Betonblöcken, die wir uns immer hingesetzt haben, setzen wir einfach die Treppen. Danach können wir noch einmal unseren weißen Beton rausholen und ich würde sagen, jetzt ziehen wir hier so ein kleines Dach rein. Ich sage mal, das Dach, das mache ich jetzt, würde ich mal sagen, ich lasse jetzt hier einfach eine Blockschicht darunter Platz und setze mir hier einfach eine Schicht hin. Du kannst dir das Dach natürlich auch gerne anders machen, kommt halt darauf an, wie du dir das Ganze dann einrichtest, aber ich sage mal, man kann es ja erstmal zumachen. Weiter geht's dann hier an der Seite, wo wir, sage ich mal, hier diese Konstruktion uns hingebaut haben. Wir nehmen einmal unsere Quarztreppen raus und fliegen, würde ich mal sagen, hier auf der Vorderseite hin. Platzieren eine ganz normale Treppen, die jetzt hier so nach vorne gucken. Daneben machen wir einfach umgedreht hin. Dieses Spiel machen wir nochmal hier genau auf der anderen Seite mal mit. Ja, erstmal normale Treppen hin und ja, innenliegende Seite machen wir einfach umgedreht davon. Hier auf der Seite machen wir, würde ich mal sagen, auch hier erstmal eine ganz normale Treppen, die hier Rücken an Rücken erstmal so sind und können dann hier diese Treppen auf der innenliegenden Seite miteinander verbinden. Jetzt nehmen wir einmal unsere Stufen zur Hand und fliegen jetzt hier auf die andere Seite hin. Wir haben, würde ich mal sagen, oder ja, setzen einfach mal hier so eine Stufenschicht einfach mal hier an der Wand hin, hier auf der gleichen Höhe, wo unsere Treppe ist. Und dann würde ich sagen, machen wir auf der Treppenhöhe hier einfach auch eine Stufenschicht hin, die oben so anecken. Super, auf der anderen Seite machen wir das synchron einfach mal mit. Zack, wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch gleich ein, machen wir das Dach hier einfach mal zu, setzen hier einfach beim halben Block hier eine weitere Stufenschicht hin. Wir bleiben aber noch hier und können gleich hier auf unsere Betonschicht oben auch nochmal eine weitere Stufenschicht platzieren. Weiter geht es dann erstmal, dass wir unsere ganzen Fenster uns reinhauen. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal unser Fichtenmaterial zur Hand. Aber bevor wir es benutzen, müssen wir erstmal die Fenster freischlagen. Wir fangen auch wieder erstmal auf der Vorderseite an. Ich würde sagen, hier jetzt, würde ich mal sagen, auf der rechten Seite. Lassen wir einfach mal zwei Blöcke an der Seite Platz, schlagen hier drei Blöcke weg und natürlich auch auf die gleiche Höhe. Super. So, jetzt fliegen wir einfach mal genau drüber rüber, lassen einfach zwei Schichten so, wie sie sind und können hier wieder drei Blöcke weghauen. Auch hier wieder eine Dreierhöhe. Gehen dann einfach mal zur Seite weg, lassen drei Blöcke Platz, schlagen drei Blöcke weg. Sollten hier an der Seite noch zwei haben, wenn das der Fall ist, können wir das Ganze hier auch auf eine Dreierhöhe hochsetzen. Jetzt fliegen wir einfach mal auf die linke Seite hin unseres Gebäudes und können hier einfach mal von der Seite ausgehen, lassen jetzt zwei Blöcke Platz, schlagen hier auch wieder drei weg, Dreierhöhe. Und das gleiche Spiel hier noch einmal, das heißt erstmal drei Blöcke Platz lassen und hier auch wieder eine Fensterreihe reinschlagen. Ansonsten können wir jetzt die Fenster einmal ausfüllen. Die sind relativ fix gebaut. Wir nehmen erstmal unsere Fichtenholztreppen zur Hand. Wir platzieren einfach in der Mitte unten eine Treppe, oben eine Treppe. An den Seiten machen wir dann davon die Stufen hin. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe was vergessen. Und zwar brauchen wir noch eine Fichtenfalltür. Die platzieren wir uns hier in der Mitte. Kann man sie ja nochmal einmal kurz raussuchen. Und dann können wir so die Fenster hier überall einmal platzieren. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich auch das Glas schon einmal in die Fenster platzieren. Zu guter Letzt machen wir dann noch vorne einmal unsere Tür rein. Wir müssen natürlich auch reinkommen in unsere Küche. Das heißt hier einfach mal, ich glaube, das hast du ja schon erraten, dass hier die Türen kommt. Machen wir einfach mal an den Seiten, würde ich mal sagen, hier drei Blöcke weg. Die Mitte können wir auch einmal weghauen. So, an den Seiten machen wir dann einmal unsere Fichtenholzblöcke hin. Zack, und in der Mitte machen wir einfach mal einfach so eine ganz normale Treppe hin. Und unten in der Mitte setzen wir dann hier einfach unsere Tür rein. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit der Küche, das heißt erstmal wieder Blockmaterial wegtun und wieder an die Kiste ran.
So, denn eins fehlt noch bei unserer Küche, und zwar oben die Glocke, die da im Turm ist. Dafür brauchen wir dann einfach mal, würde ich sagen, Fichtenzauntor, denn nochmal Fichtenzaun an sich und Kessel für die Glocke. Wir fliegen dann einfach hier oben hin. Ich würde sagen, wir platzieren da einfach mal... Ich glaube, das geht gar nicht so im Fliegen, da muss man, glaube ich, sneaken. Ja, dann stellen wir uns hier wieder so an. So, ich mache hier einfach mal die Glocke auf eine 2er Blockhöhe, sodass sie natürlich hier nicht am Boden klebt, also muss sie schon schweben. Ganz oben würde ich mal sagen, machen wir mal... Ist das hier wieder so umständlich, das Ganze hier zu platzieren, weil auf Kesseln kannst du das nicht so machen. So, machen wir einfach darüber einen Zaun hin und an den Seiten machen wir dann nochmal das Zauntor, um das Ganze zu befestigen. Und fertig ist die Glocke oben und jetzt ist die Kirche fertig. Das heißt, wir können jetzt hier auch gleich beten gehen. Ich werde mir das Ganze noch einrichten, das sehen wir dann aber dann zur nächsten Folge. Ne? Da gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht wieder bei unserer Westernwelt. Ich suche mal was raus und dann schauen wir mal. So, aber ansonsten heißt es erstmal hier vorne wieder Safety hinstellen. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.